Wunderbaren guten Morgen vom Zentrum für Yoga. Ein paar Gedanken zum Sonntag. Es geht um die Klarheit im Geist, die Klarheit im Körper natürlich auch. Im grobstofflichen, im feinstofflichen Körper, Klarheit auf dem Lebensweg. Und wie kriegt man Klarheit? Nun, ganz einfach, indem man mal sauber macht. Wie wird der Körper klar und rein? Nun, da muss man sauber machen, fein. Wie die Wohnung, die macht man ab und zu sauber, dass sie klar wird, rein wird, durchgängig wird. Aber beim Körper macht man das sehr wenig. Man denkt, da kann man alles reinschütten und es kommt unten an Resten wieder raus, was man nicht braucht. Das ist so ein Irrtum. Und wie viel schlimmer ist es dann im Gedankenbereich? Wie viel Müll man in sich hineingibt und man kann es nicht mehr ausscheiden. Man wird so wie programmiert. Klarheit. Die Eltern haben einem etwas gesagt. So und so ist das Leben, so und so geht das Leben. Vielleicht haben sie gesagt, alle Menschen sind schlecht, man will nur abzocken, man wird nur ausgenutzt, weil die Eltern sich haben ausnutzen lassen. Was denkt das Kind natürlich? Ja, die müssen es ja wissen. Was denkt dann der Jugendliche, der junge Erwachsene, der alte Erwachsene? Die Menschen sind nicht gut. Dann zieht man das noch an und wird getriggert, wird betrogen, belogen. Ja, und dann ist man so wie geistig programmiert. Und im Internet ist es ja genauso, man wird zugemüllt, programmiert. Und auch hier denken manche, naja, das kann ich alles wieder loslassen. Nein. Diese ganzen Werbegeschichten und Informationen, die sind so subtil. Die kommen teilweise oder häufig, weiß nicht, ich bin kein Psychologe, so in die inneren Strukturen, die kriechen so wieder durch und setzen sich irgendwo fest. Wenn man Nachrichten hört, immer nur Krieg, Krieg, Krieg. Was wird man dann denken, was auf der Welt los ist? Krieg, Krieg, Krieg. Nun, und das speichert man ja alles ab. Und dann verliert man den Durchblick. Was ist wirklich los auf der Welt? Und das ist mit vielen Dingen so, die man in sich aufnimmt, die setzen sich irgendwo fest, je nach Anfälligkeit, je nach Karma, je nach was auch immer. Ist bei jedem verschieden. Oder Ernährung. Wie viele Konzepte gibt es? Und der Mensch verliert die Klarheit durch dieses zu viel. Auch in der Medizin, da gibt es die Heilung, diese, jene, welche, die Maya, die Inka, die Inder, diese Chinesen. Und der Normalbürger blickt gar nicht mehr durch, was ist gut, was ist richtig, was ist für mich gut. Man verliert die Klarheit. Und auf dem Lebensweg gibt es auch viele Konzepte. Dahin musst du gehen, das ist richtig. Du musst die Erleuchtung dir erarbeiten. Die anderen sagen, die Erleuchtung ist schon da, du musst sie nur nehmen. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und man blickt wieder nicht durch. Die Klarheit muss man sich schon erarbeiten. Die Erleuchtung ist ja, wenn man will, schon da. Ja, aber man sieht sie nicht, also ist sie auch wirklich nicht da. Man kann sie nicht nutzen. Spielt also keine Rolle. Das, was man tun muss, ist eben Klarheit erreichen. Und hier auch wieder das gelernte Konzept funktioniert über das Denken der Mensch. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Was wollte ich sagen? Das berühmte Zitat, ich denke, also bin ich oder so. Ja, aber was ist man dann? Etwas Erdachtes, ein Konzept. Und die Klarheit auf dem Weg, auch wie in dem Video Unterscheidungskraft, Viveka berichtet,
Die Klarheit kommt durch Arbeit, durch natürlich auch äußere Reinigung, sprich im Leben mal aufräumen, wie in der Wohnung. Da blickt man immer durch, weil alles rumsteht, die Kisten stehen rum, weil man gerade umgezogen ist und man blickt nicht mehr durch, man verliert die Klarheit, wo ist was, wo kommt was hin. Und dann muss man aufräumen. Man packt die Kartons aus, stellt die Sachen an den richtigen Platz, was man nicht mehr braucht, schmeißt man vielleicht weg. Und dann entsteht immer mehr Klarheit in der neuen Wohnung. Und im Leben genauso. Man muss gucken, wo kommt was hin, wo gehört die Familie hin, an welche Stelle, wo gehört die Arbeit hin, wo gehört die Verwandtschaft hin, wo gehört mein Hobby hin, wo gehört mein Denken hin und so weiter. Und das, was man nicht mehr braucht, eben weg. Die Menschen, die Dinge, die man tut. Dann geht man nicht mehr zum Feuerwehrfest und hilft dort. Man geht nicht mehr zum Tischtennisverein immer und baut auf, baut ab, sondern lässt es mal die anderen machen. Und dann entsteht immer mehr Klarheit. Mittlerweile suchen viele ja nach Heilung, nach Erleuchtung, nach Frieden, nach Glück. Aber auch wieder im Denken. Ah, das Konzept ist gut mit den, sagen wir, Engeln oder mit den himmlischen Wesen oder mit den Zwergen und Elfen, wie auch immer. Und es ist so viel. Man muss sie mal beobachten, aus dem Denken heraus. Und um Klarheit zu bekommen, muss man mehr ins Fühlen kommen. In das Herzgefühl sozusagen. Gibt es auch verschiedene Namen dafür. Es geht um das Fühlen, so wie es auch im Yoga um das Fühlen geht. Die Erleuchtung kann man nicht intellektuell erklären, kann man kein Buch drüber schreiben, man kann nicht über die Kundalini schreiben, sondern man muss das fühlen. Auch im Yoga immer wieder beliebtes Konzept für Entspannungen zum Beispiel oder Atemtechniken. Ah, wenn ich einatme, schwebt ein Ball nach oben, wenn ich ausatme, nach unten. Ja, aber ich möchte mal vorstellen, wie viele Menschen spüren da wirklich einen Ball, leibhaftig und nicht in der Vorstellung? Und da geht es nämlich schon los. Wir sind so programmiert im Denken, dass wir uns so vollmüllen mit Wissen, dass man schlussendlich nichts mehr weiß, weil die Weisheit kommt nicht durch das Denken, sondern durch das Fühlen. Und somit, um Klarheit zu bekommen, um wieder mehr fühlen zu können, muss man erstmal aufräumen. Nach dem Motto, weniger ist mehr, könnt ihr euch da mal das Video auf meinem Kanal anschauen. Freimachen, wegschaffen, lasst mir mal meine Ruhe, dass man wieder zu sich kommt. Und wenn wenige Informationen von außen reinkommen, dann kann man mal nach innen gucken. Und dann sieht man erstmal bestimmt einen Wust an Dingen, die weg müssen, an negativen Dingen, die einem Angst machen. Und dann geht die Arbeit eben los. So, Katze randaliert. Klarheit. Und das ist eben Arbeit. Wie man die Wohnung sauber macht, das macht man nicht. Die meisten machen es nicht. Einfach, ach, das macht ja Freude. Ach, das ist so leicht, wenn ich alles putzen muss. Staub wischen. Na, für viele ist es einfach nur, naja, macht man halt. Und im Leben ist es so anstrengend, Klarheit zu erlangen, weil wir eben gelernt haben, viel Wust und jetzt kommt noch Internet, Handy, so viele Informationen, so viele To-Dos und man blickt nicht mehr durch. Und hier, wie gesagt, nach dem Motto, weniger ist mehr, blickt man wieder mehr durch. Und Klarheit, wie gesagt, geht natürlich von innen, aber im Außen kann man schon mal beginnen, wenn innen etwas Licht kommt, das man im Außen schafft. Ne, das mache ich jetzt nimmer. Früh mache ich das und das nimmer. Ich gehe jetzt duschen frühs, statt immer erst Kaffee trinken, Zeitung lesen, durch duschen, entspannen. Dann mache ich irgendwelche Übungen oder gehe spazieren, was auch immer. Veränderung schafft auch Klarheit. Weil oft im Alltagstrott blickt man nicht mehr durch, weil man nicht mehr hinguckt, sondern man nur noch automatisiert Dinge tut. Und das ist so wie Trägheit, Dumpfheit, auf jeden Fall keine Klarheit. Klarheit kommt immer im Hier und Jetzt, wenn man nicht
denkt, sondern entspannt. Auch mal Muster durchbricht, guckt, brauche ich das wirklich noch? Und dann entsteht immer mehr Klarheit. Und um noch mehr Klarheit zu bekommen, wie gesagt, muss man die Gedanken runterfahren, um mehr ins Fühlen zu kommen. Und natürlich auch, wie in dem Video Schorscher über die Reinheit, der Körper muss mal durchgeputzt werden. Auch innerlich, nicht nur äußerlich, von Karma, von Gedanken, von Glaubensmustern, von Schlacken, von was auch immer. Und je sauberer der Körper wird, auch zum Beispiel durch Ernährung, desto mehr Klarheit kommt. Ja, allen einen wunderbaren Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.